They gon' let me for my ambition. He see the dream, a dream, but what's harder to live? Was geht ab, YouTube? Pascal Su, Bodybuilding in the building. Und wir kommen im neuen Video, es ist Samstagmorgen und ich gehe jetzt gleich, ich bin, um genau zu sein, eine Stunde out von meinem Samstagmorgen-Workout, bei dem Kreuzheben auf dem Plan steht. Und ich mache mir gerade was zu essen. Und mein Pre-Workout-Meal am Morgen ist natürlich immer so eine Sache, was man da essen kann, was man runterkriegt überhaupt. Ich kriege nämlich morgens nicht so viel runter. Und wenn ich in einer Stunde Deadlifts machen soll, wo der Gürtel eng sitzt und ich viel Spannung halten muss, ist es auch nicht so geil, viel im Magen zu haben. Also was ich mir immer mache, sind Haferflocken, das sind jetzt 90 Gramm. Und dann mache ich mir dazu Whey-Protein rein und mache mir damit halt einen ganz normalen Porridge. Als reicher YouTuber kann ich mir natürlich leisten, immer so eine Packung Heidelbeeren reinzutun. Ihr wisst, Heidelbeeren sind teurer als Mutterliebe. So, und bei der Menge, auch von dem Protein, schaue ich immer so ein bisschen, wie viel Zeit ich da noch habe. Also ich habe jetzt noch eine Stunde bis zum Training. Ich habe mir jetzt 90 Gramm Haferflocken reingemacht und mache mir dazu 60 Gramm Whey rein. Dieses Whey hier ist übrigens von More Nutrition, mit denen ich nicht zusammenarbeite. Vanille-Eiscreme. Das probiere ich jetzt auch das erste Mal. Ich habe keine Ahnung, ob es schmeckt. Und der Porridge, Trick 17 ist, du musst ihn vorher schon ein bisschen verrühren. Und zwar am besten mit einer Gabel, weil dann kriegst du es ein bisschen feiner verrührt. Ich mache immer lieber zu viel Wasser als zu wenig. Ich weiß, manche machen auch ein bisschen weniger. Dann wird das natürlich eine bisschen festere Masse. Aber ich bin eher der Fan davon, ein bisschen zu viel Wasser zu nehmen und lieber ein bisschen flüssigeren Porridge zu haben. Aber das ist wohl mehr Ansichtssache als jetzt relevant. Ein paar Heidelbeeren mit rein, kurz abkühlen lassen, and you're ready to go. Ich mag dieses Frühstück, weil es extrem schnell geht und bei mir überhaupt nicht schwer im Magen liegt. So, es ist fast so, als würde da gar nichts liegen und es sättigt mich enorm lange. Okay, für mich stehen heute Deadlifts auf dem Plan und zwar ein Single pausiert. Und ich habe gar keine Ahnung, was ich da bewegen kann. Also wirklich gar nicht, denn ich habe Pause-Deadlifts natürlich im letzten Block gemacht ein bisschen. Im Washout-Block allerdings auch mit langsamer Abwärtsbewegung und dementsprechend mit extrem wenig Gewicht im Verhältnis. Ich habe ja jetzt letzten Mittwoch 2,65 für 3 gehoben. Ich fühle mich übrigens recht fit, obwohl ich die Woche extrem hart, also schwer trainiert habe. Montag schwer gebeugt, 2,40 für 3. Mittwoch schwer gehoben, 2,65 für 3. Gestern schwere Post-Squat, 2,20 für 3 neue PR. Und heute heben wir pausiert. Ich habe gar keine Ahnung, was ich da heben kann. Ich will aber unbedingt 2,60 plus. Wie ihr wisst, mein aktuelles Wettkampf-Max 2,75. Das heißt, wir sind da ganz knapp drunter. Wir kratzen dran. Mal gucken, was wir heute pausiert machen können und was wir dann auch wieder in der nächsten Zeit rausholen können. Auf jeden Fall läuft es gerade so gut wie noch nie. Kleines Diät-Update. Ich habe jetzt gerade heute Morgen nochmal gewogen. 98,1. Morgen bin ich genau 3 Wochen auf Diät. Und wie ihr wisst, habe ich nur ein recht kleines Defizit. Das soll für mich helfen, stark zu bleiben, stärker werden zu können vielleicht sogar noch. Und ganz langsam abzunehmen. 500 bis 700 Gramm in der Woche, wo ich am Anfang natürlich noch viel mehr Wasser gehalten habe. Dementsprechend würde ich sagen, im Durchschnitt habe ich vielleicht 300 Gramm die Woche verloren. Und den Rest halt erstmal das Wasser, was am ersten Tag rausging. Also mit der Umstellung von ich esse nur Junk zu ich esse jetzt mal vernünftige Nahrungsmittel. Ja, und ich habe schon ungefähr 4 cm Taillenumfang verloren. Also der Gürtel geht schon ein enger. Ich habe ein paar Kilos verloren, guten Taillenumfang und ich fühle mich so gut wie noch nie. Und das Allerbeste dabei, ich fühle mich nicht wie auf einer Diät, denn ich esse genug. Ich habe teilweise Probleme, alle meine Kalorien reinzubekommen. Ich muss abends immer noch so ein bisschen schauen. Das ist natürlich kein Thema, dann nimmt man mal was. Mit ein bisschen mehr Kaloriendichte isst man abends noch ein Eis oder so. Also das ist ja nie das Thema. Aber ja, ich möchte natürlich wirklich den Großteil wirklich gut essen. Und nicht durch Junk, wie ich es normalerweise getan habe. Also perfekt, ich fühle mich super, Training läuft super. Ich nehme stetig ab. Also mein ganzes Wohlbefinden ist extrem besser geworden. Es kann natürlich an mehreren Faktoren liegen, nicht nur vielleicht an der Diät, sondern auch an dem Coachwechsel, auch an den Lebensumständen, an dem hormonellen Milieu. Ich komme ja aus einer sehr langen Phase, in der ich so krank, komisch, man weiß nicht genau war. Und es ist einfach super, wieder zurück zu sein. I think I got my swagger back. Oh, oh. I think I got my swagger back. Oh, oh, oh. I think I got my swagger back. Willkommen am Tag eines Pumpers. Und am Tag eines Pumpers, wo noch Bang Boom Benny fehlt,
Aber ich habe schon gesagt, dass er gar nicht kommen wird. Er wird auch nicht kommen. Unzuverlässiges Stück. Was hast du da besorgt? Der heißt, glaube ich, Cocaine. Oh, perfekt. Der gefällt mir. Schön auf leeren Magen. Doppelte Dosis für jeden. Und wenn Benny nicht kommt, dreifache. Jesus. Benny, Mann, was machst du? Was bist du für einer? Ist schon 10 nach, du bist noch nicht da. Das war's. 2 days later. Benny, was sagst du dazu, dass du 20 Minuten zu spät bist? Bin ich nicht. Wer denn? Okay. Ja. Kannst du beweisen? Nur mal, guck. Ich war schon vorher da. Kannst du beweisen, dass du nicht schon länger hier warst? Nein. Easy, Mann, war Luft. Ich habe jetzt gerade 2,40 als Single gemacht und ich wollte ja gerne einen Bereich 2,60. Ich werde das 2,60 auflegen. Fühlten sich super schwer an. Aber wenn ich mir das Video anschaue, sieht es wieder ganz okay aus. Und so muss ich jetzt einfach mal mein Maul halten und nicht mein Gefühl entscheiden lassen, sondern gucken, dass ich so gut wie möglich das Video analysiere. Let's go. Also auf Basis meines Gefühls würde ich auf keinen Fall erhöhen, weil die Sack schwer waren. Und wenn ich mir das Video anschaue, habe ich sogar noch einen kleinen technischen Fehler, den ich ausgleichen könnte. Und der mir vielleicht noch ein bisschen mehr Kraft gibt. Also ich werde noch einen Ticken erhöhen. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob auf 2,70 oder 2,75. 2,75 ist mein aktuelles Max. Und da bin ich nur wegen gierig, würde ich das nehmen wollen. Oh, I think I got my swagger back. Oh, oh, oh. Das Witzige ist, ich habe mich gezwungen. Also okay, Griffkraft war RPE wirklich 10, weil mir der Griff langsam aufgegangen ist. Weil du musst die Pausierten ja auch noch einen Ticken verlangsamen. Und ich habe jetzt nicht so, ich habe nicht so 100% Fokus in meinen Griff gelegt irgendwie. Ich wollte den Scheiß einfach irgendwie überleben. Ich war todeshype gerade. Aber die haben sich richtig sexy bewegt. Genau wie ich mir das vorgestellt habe, der technische Fehler bei den 2,60 ausgemerzt. Praktisch, dass der Rücken sich nicht bei der Pause aufstellt, sondern weiter vorgebeugt bleibt. Dann langsam in den Lockout gekommen, da kamen dann die Griffkraftprobleme. Aber oben ist oben. Und das Witzige ist, Justin und ich battlen uns, er muss heute den Single at 8 heben. Und er hat gesagt, er hebt das, was ich pausiert hebe. Dieses Lächeln wird nie wieder aus seinem Gesicht gehen. Hol das shit, goddammit! Locker! Justin, ich gebe dir Erlass. 2,65 reichen für heute für dich. Ist dein PR aber auch aktuell? Ist das neue PR. Yes, baby. Ich kann mir ja gar nicht freuen, dass du mehr gehoben hast. Mein Backoff waren jetzt einmal schon 2,20 für 4. Jetzt mache ich nochmal ein Repeat. Also ich soll at 8, boah, kann ich überreden. Ich soll zu RP 8 4 Reps machen. Ich habe jetzt 2,20 genommen. Ich wiederhole die jetzt nochmal und für meinen letzten Satz darf ich 5% Last reduzieren. Also jetzt nochmal 2,20 und dann 2,10. Einen für Benny. Gregorius.
Okay, ich bin tot und gegrillt jetzt. Kreuzheben war maximal Limit, aber wieder das Problem. Was war das? Sollte das ein Leg Drop sein? Der Hype von den 2,75 haben mich echt gegrillt. Der Kopf war dann wieder schwerer als sein muss. Wir machen jetzt Bench mit engerem Griff. Zwei Finger enger. Alrighty, also bei der Bank habe ich jetzt 150 Kilo drauf. Für einen Triple at 8 mit einem engeren Griff, also mit dem Ringfinger hier auf dem Ring. Kennt noch einer von euch den Film The Ring? So fühle ich mich auf jeden Fall nach dem Riechsalz und Kopf gegen die Wand hauen. Also ich schätze, das wird schon recht akkurat für eine RPE von 8 zu erfüllen sein jetzt, aber das prüfen wir jetzt mal in der Wirklichkeit ab. Dass das tatsächlich eine ziemlich akkurate RP von 8 war. Mit dem Enggriff macht der Trizeps relativ schnell dicht. Also zwei Reps hätte ich mir sicher noch zugetraut. Das macht es zu 8. Außerdem, schau mal hier, kann man das da erkennen? Auf der Seite habe ich auf jeden Fall schon mal 400 Gramm mehr. Das ist nämlich eine einzige Poundplate. Möchtest du deine Gefühle mit der YouTube-Welt teilen? Halt's Maul, Mann. Okay, Benny, filmst du mich? Ja. Das ist übrigens Benny, er filmt. Wie immer. Okay. Du weißt. Das ist übrigens Benny. Wahrscheinlich kennt mich jemand. Noch nicht. Benny, dich abhoben. Ich bin famous. Scheiß, ne? Halt's Maul, Digga. Guck mal, was ich mir mal anhören muss hier. Was mach ich? Die Singles. So macht er immer genau nach dem Weg. Übertreibt er immer. Und dann macht er seine Backoffs. Das ist immer viel zu leicht. Macker, rechnerisch 75% von meinem Estimated 1 RM von 174 Kilo sind 130,5. Das sind 130,5, weil wie ihr seht, ist das eine einzige Poundplate mit 400 Gramm mehr. Vielleicht wiegt die zweite nur 19,6. Das wissen wir nicht. Das ist Schrödingers Platte, die zweite. Und die hier wissen wir auch nicht. Das ist auch Schrödingers Platte. Vielleicht wiegt die 22. Guck mal, sowas muss ich mir anhören am Tag eines Pumpers. Aber es ist stets unklar. Was machst du jetzt? 9 Hyper PR mit 165 Massiv. 9 Hyper, Hyper ab, ja? Hyper, Hyper. Es kommt nicht drauf an, wie viel du auf der Bank drücken kannst, sondern wie viel du davon abhebst. Oh. Philosophisch. Was ist das jetzt? Dumbbell Press. Okay. 4x10, 30 Kilo. Abfahrt. Das ist wahrscheinlich mit deinem Booster-Konsum auch nicht unwahrscheinlich. Schon 30 ist schon alt, das wollte ich nicht haben. Ich habe auch zu meiner Mama immer gesagt, ich will niemals 30 werden. Ich tue alles dafür. Hä? 35 ist auch so alt werde ich nicht. Schöne Menschen haben immer Angst, alt zu werden. Dann werden sie hässlich und haben nichts mehr im Leben. Klappe Nummer 1, Justin Zernon, PR. Ooh!
Incline Curls. Für die Girls oder für wen? Ja. Okay. Für ein Girl. Nein. Schreit es raus. What? No homo. Benny ist verliebt. Soll ich das drin lassen? So ist das. Okay, also wieder ein erfolgreicher Tag im Gym. Ein Tag eines Pumpers, ein Samstag angelehnt an den legendären Fitness-Oscar, der gerade eine Fahrradtour macht, habe ich gesehen. Puh, ich bin jetzt durch. Single-Leg RDLs war für mich die letzte Übung. Mal schauen, ob die nächste Woche wieder so erfolgreich werden kann wie die zurückliegende Woche. Das war, glaube ich, die beste Woche meines Lebens. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob die Ermüdung, die ich dadurch aufgebaut habe, wie doll die sich zeigen wird nächste Woche. Schlussendlich bin ich aber in der Türkei und ruhe mich da halt mehr oder weniger aus. Ich gehe dann ein, zwei Mal trainieren, aber mehr auch nicht. Puh, geile Woche. PR, everything. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro. Drop the mic. I be grinding, scraping, rental riding. I act broke, you act rich, we both lying. I be grinding, scraping, rental riding. I act broke, you act rich, we both lying.